Hallöchen ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem weiteren Part von Gothic 2 Die Nacht des Raben. Ich werde auch gleich das Licht einschalten, weil hier drinnen ist es doch ein bisschen dunkel. Ja. Und was haben wir hier noch Schönes? Eine Steintafel, Gold, eine Truhe. Schauen wir mal. Super, hervorragend. Hat schon super angefangen. Ja, und jetzt? Wow, und jetzt? Nein, war falsch, ne? Alter. Und jetzt? Ja, okay, jetzt passt's. Wow. Ja, was möchten wir heute anstellen? Wir suchen weiterhin die Höhlen ab. Ein paar haben wir noch übrig. Und möchten noch, wenn es gibt, Dracheneier. Hoppla, Entschuldigung. Noch Dracheneier finden. Die wir dann bei Bennett, unserem Lieblingsschmied, bei den Söldnern abgeben werden. Und hoffen wir mal, dass er so gütig ist und uns eine saugeile Drachenjägerrüstung daraus bastelt. Wahrscheinlich wird der Gute auch was ja, dafür verlangen. Mich würde es ja nicht wundern, wenn es rein zufällig so viel kostet, wie wir Geld von den Dracheneiern bekommen haben. Würde mich ja wirklich nicht wundern. So. Da unten müsste jetzt normal, ich schau mal kurz auf die Karte, da unten müsste jetzt die Höhle sein, die hier aufgezeichnet worden ist. Nein, gar nicht mal. Da hinten gibt es noch was. Okay, ich schau da mal zu. Oh, oh, schaut mal, was wir da haben. Schnappis, ja hallo. Schön. Es wird Nacht, das gefällt mir. Die Höhle, ich kann mich schon wieder erinnern. Warte, was ist da unten? Ist das ein Troll? Tatsache. Katschanga. Komm, gestirb. Mistviech. Aua. Du blödes Scheißviech. Komm, Katschanga. Oder so. Lebt da doch tatsächlich ein Troll? Jetzt bin ich gerade voll verunsichert, ob da nicht Ex-Menschen auch noch drin sind. Ich muss mal kurz reinschauen. Normal kann das nicht sein, aber... Weil wir uns doch hierher porten können, da müsste es doch eigentlich sicher sein. Ich schaue nur mal einen kleinen Sprung rein, weil ich gerade echt total verunsichert bin. Aber schaut... Nein, schaut unbewohnt aus. Ich wollte mir jedenfalls einen Platz zum Schlafen suchen. Hier gibt es nämlich ein Zelt mit einem Bett drinnen. Das will ich schnell mal aufsuchen, denn es ist verdammt finster draußen. Und bei der Gelegenheit würden wir auch wieder bis zum Morgen pennen. Dann wäre es ja auch wieder angenehm hell. Das heißt, ich muss mal ganz kurz darüber. Einmal komplett im Kreis. Denn da oben... Huch! Da oben, hier so, ist das Zelt mit einem Bettelein. War da gerade ein Viech? Nein, das hat nur so beschissen ausgeschaut. Okay. Also, wir gehen mal eine Runde schlafen. Gute Nacht, gutes Nächtle. So, bis zum nächsten Morgen pennen. Passt. Das gefällt mir schon besser. Ah, was haben wir da? Eine Pfanne. Wartet mal kurz. Ich tue mal schnell Speed braten. Ich vergesse immer aufs Braten, nämlich ich. Tut mir leid. Geht ganz schnell. Da haben wir gleich alles fertig. Jedenfalls, wir haben es ja eh gleich geschafft. Wir haben gar nicht mehr so viele Höhlen. Ich glaube, alles zusammen sind es 5 oder so. Maximal 6 Höhlen. Und dann sind wir auch schon fertig. Dann haben wir es geschafft. Ich tue mich da sehr freuen. Und wie gesagt, ich hoffe sehr, dass wir dann sehr bald unsere Drachenjägerrüstung aufwerten dürfen, / können. Und wir müssen dann auch mal eine Belia-Statue wieder finden, damit wir unsere Klaue aufwerten können. Ich werde übrigens in diesem Let's Play wirklich auf Einhand bleiben. Die Waffe müsste mehr als genug Schaden machen, wenn wir sie fertig geupgradet haben. Und ja,
Ich denke, ich hoffe halt sehr, dass wir den Endgänger damit gut besiegen können. Weil auf den Zusatzschaden will ich nicht verzichten, ehrlich gesagt. Und wenn ich dran denke, wie viel Stärke wir noch brauchen täten, um zum Beispiel die Drachenschneide verwenden zu können, also wie viel Fleisch haben wir noch, ist schon Hammer eigentlich. Das gibt's ja nicht. Ich brate da wie ein Ludel. Kann nicht sein, dass man so viel Fleisch... Wahrscheinlich waren es über die 200, verdammt. Wie er da wegglitscht, ne? Irgendwann werden wir draußen sein, außerhalb des Zeltes, und werden noch braten. Da sieht man es wieder mal, ne? Kochen ist, ist nicht für alle Männer da eine angenehme Sache, ne? Der will schon beim Kochen fliehen. Das gibt's ja nicht. Aber schaut irgendwie lustig aus. Aber ich glaube, das gab es beim 1er Teil auch schon. Wenn man zu viel Fleisch gebraten hat, dann ist man ein bisschen auf die Seite gedriftet. Alter, das gibt's ja nicht. Entschuldigung, jetzt muss ich da mal kurz aufhören. Wie viel Fleisch... Wir haben gerade einmal... Okay, 160, ich scher mich nicht mehr. Reicht. 160 Essen reicht, sonst wird es wieder Abend, bis wir fertig sind. Gut. Also, auf zur Höhle. Die müsste jetzt da sein. Jawohl. Ich zücke auch gleich mal die Waffe. Auf die habe ich komplett vergessen. Was haust du denn da drinnen schnell? Ich glaube, da waren früher Minecrawler drinnen. Die haben wir besiegt. Und da drüben dürften noch Feuerwarane sein. Vielleicht sind jetzt ja Echsenmenschen hier zu Hause. Hallo. Aha, das ist wieder so eine geschissene Höhle. Wartet mal, ich tue mal speichern. Boah, hoffentlich werden wir jetzt nicht überrannt. Habe ein bisschen Bauchweh, was das betrifft. So. Würdest du bitte Licht? Danke. Ich schaue einfach mal. Okay, hier ist schon mal nichts. Einfach so zu Gaude was versteckt. Ah, da geht es noch weiter, freilich. Habe ich komplett vergessen. Nein, hier ist einmal niemand. So zur Gaude. Aha, habe ich. Habe ich die Truhe geöffnet? Ja, habe ich. Brav. Da war ich brav. Schön. Gut, dann nächster Gang. Also, wie es ausschaut, ist das hier fertig. Dann ist da drüben noch. Dann war das jetzt reine Zeitverschwendung. Aber was soll man machen? Man muss es ja überprüfen. Ah ja, die Steingolems hier. Das da. Goldener Kelch. Ich glaube soweit. Ah ja, natürlich die Höhle mit dem grauslichen Geräusch. Natürlich. Und hier, das habe ich auch geöffnet. Nein. Mist. So vielleicht. So vielleicht. So. Wow, das war richtig. Morgenstern. Ein bisschen und ein Haufen Gold. Ein bisschen ist gut. Ein Haufen Gold. Passt. Schön. Dann haben wir das hier auch. Moment. Ja, das habe ich schon befürchtet, dass der aufstehen wird. Scheibenkleister. Ist wurscht. Erfahrungspunkte und so. Den hauen wir schnell weg. Komm, Klaue. Perfekt. Ist hier nur ein kleiner, ne? Her mit deinem Herz. Da haben wir jetzt zwei. Boom, Kletsch, Chepper. Der ist auch erledigt. Passt. Du da vorne auch. Oh, da geht noch ein Gang runter. Alter, dieser Lärm schon wieder. Gehört's doch auf. Wo geht's hier eigentlich hin? Aha, okay, hier ist nichts. Alles klar. Na fein, dann können wir uns ja dann jetzt eigentlich schon Richtung Sagitta wieder aufmachen, ne? Da ist nur noch eine Höhle. Da war ein Schattenläufer zu Hause. Den haben wir aber schon besiegt. Sofern ich mich richtig erinnere. Da wird eh nichts mehr sein. Nein. Und ja... Passt.
Zimmer hier auch fertig. Kann ich irgendwie eine Abkürzung nehmen? Ich glaube nicht. Einen Sprinttrank habe ich jetzt auch nicht. Das heißt, wenn ich bei der besagten Höhle bin, ich werde jetzt schneiden, euch zu lieben. Zu lieben, genau. Euch zu liebe. Wenn ich das ganze Malheur da jetzt mal schneiden. Oder wartet noch, da vorne war noch Feuerwarane, glaube ich, ne? Die können wir auch noch klatschen. Da müssten Feuerwarane sein. Da habe ich mich damals erschreckt, nämlich. Oder sind die weg? Sind die weg? Nein, nein, da ist er ja. Genau. Da habe ich mich erschrocken damals. Ich werde es auch sofort speichern. So. Dass uns jetzt ja kein Missgeschick passiert. Komm her, Saufiech. Die putze ich noch weg. Sind scheinbar nur zwei. Komm da her. Katschanka. Wow. Alter Schwede. Das hat jetzt schön Schaden gemacht. Also, die Klinge, ne? Gib her dein Zeug. Nicht schlecht. Jetzt hoffe ich mal stark, dass wir bei dem Bastard auch so viel Glück haben. Da kann ich hinten nochmal pennen gehen. Mehr sauf ich. Naja, hör auf, so lang zu knurren. Wow. Okay. Hinter mir ist eine Blutfliege. Ich sehe dich. Du Mistviech. Perfekto. Hervorragend. So muss das ausschauen. Da-da-da. Da-da-dam. Da-dam-da-dam. Da-dam-da-dam. Jetzt bin ich gerade am Überlegen, ob wir rasch schlafen gehen sollen, aber ich denke schon, ne? So. Nichts zu holen. So mitgenommen, wie wir jetzt gerade ausschauen. Naja, ich schneide das sowieso. Also, damit ihr Bescheid wisst, ich gehe jetzt pennen. Lauf den ganzen Weg runter, bis wir bei der einen Höhle sind, die wir, genau, ja, die wir schon mal besucht haben. Lass mal so dabei, ihr seht es dann eh, was ich meine. Und dann sind wir eh schon in der Nähe von Sagitta, dann werden wir Richtung Taverne uns porten. Denn dort gibt es auch noch ein paar Höhlen, die uns interessieren könnten. Und dann haben wir es schon fast geschafft, dann ist nur mehr Onas Hof. Dort quasi einmal schnell im Kreis herum. Da gibt es eben noch oben, wo Dexter zu Hause war. Das Banditenlager sind zwei und in einem Wäldchen hinter Onas Hof. Und das war's dann auch schon. Also würde ich sagen, wir hören uns gleich wieder. Herzlich willkommen zurück. Vor uns sind schon ein paar Echsenmenschen. Ja, und... Ich habe gerade eben drei Orks besiegt, genau, darunter zwei Krieger und einen orkischen Kriegsherrn, also sowas wie eine Orkelite. Und hier sehe ich vier oder fünf Echsenmenschen. Ich bin mal gespannt, ich werde mal kurz noch was trinken. Ich bin gespannt, ob wir diese Watschka da besiegen können. Mal kurz schauen, ob ich wohl alles noch richtig ausgerüstet habe. So. Nicht, dass ich irgendwas übersehe oder vergesse. Das wäre nicht so schön. Passt. Ich habe auch mir erlaubt, das Fleisch fertig zu braten. Wir haben jetzt ja, zurzeit kein rohes Fleisch mehr. Hurra! Was ja nicht heißt, dass das so bleiben muss. Aber mal fürs Erste haben wir satte 260 Fleischstückchen. So, und sehr ihr Menschen. So, wow. So, in die Richtung wollte ich jetzt eigentlich nicht weg. Auto-Arschloch. Ja, ja, ist klar, ne? Ist so klar, dass ich aufs Maul kriege. Der will ja auch nicht sterben. Oh, wup, 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 wup. Stufe aufgestiegen. Sehr schön. Komm her, Arschloch. Katschanga. Komm, Katschanga. Jawohl, weg ist er. Schön, Stufe aufgestiegen. Ich freue mich, ich freue mich. Lalila. Das ist mir glatt ein Xifel wert. So ein Bröstelchen. Ich sauf mal die Kleinen weg. So, dauert einen Moment, ich weiß. Oh, doch, gelogen. Ich habe wieder ein rohes Stück Fleisch. Das muss scheinbar einer der Orks oder so gedroppt haben. Weil ich habe alles weggebraten gehabt. So, gelogen und geschwindelt. Pfui. So, und wieder speichern.
So. Perfekto. Sehr schön. Ich zücke auch gleich wieder meine Waffe. So, ja. Und schau mal da um die Ecke. Wenn jetzt hier schon Echsenmenschen stehen, haben wir eine sehr hohe Wahrscheinlichkeit, genau, dass dort in dieser Höhle ebenfalls ein Drachenei versteckt ist. Da sind nur drei. Katschanga. Wow, der erste. Vier. Okay. Wow. Katschanga. Du sollen machen müssen. Nein! Was machst du denn für Blödsinn? Du bist echt ein Pfosten von Held. Dann schwimm doch wenigstens auf die andere Seite. Du Trottel. Kommen sie her? Nein. Echt, da kann ich mir wieder selber gratulieren. Das hat super hingehauen. Spitze. Daumen hoch. Naja, wenigstens ein Arsch ist besiegt, ne? Dann, jetzt sind es noch drei. Ja, das hat super hingehauen. Ich bin total stolz auf mich. Echt, kann ich gar nicht in Worte fassen. Unglaublich sowas. So, speichern bitte. Und weiter geht's im Text. So, jetzt aber. Kommt's her, ihr Sackenpicker. Katschanga, der erste ist hin. Der zweite ist hin. Der dritte spinnt herum. So. Wir sterben einfach. Was ist erledigt. Sehr schön. Das Drachenei liegt da hinten, gar nicht in der Höhle. Nichts zu plündern. Okay, nichts zu, ich hab's gerade gesehen. Da hinten haben sie es versteckt. Oh, da liegt sie aber süß. Bitteschön, willkommen in der Sammelstelle für Dracheneier. Und so? Aha, da hinten könnte noch eins sein. Da hinten könnte noch eins sein, da die Höhle weitergeht. Ich mache auch gleich wieder Licht. Alle hopp. Bloing. So. Dann schauen wir mal. Nein, da ist nichts. Alles klärchen. Passt. Dann gehen wir weiter. Gut. Die nächste Station. Nein, wir gehen keinen Schritt momentan mehr. Wir werden uns porten. Wir gehen zur. Oder wir porten uns zur Taverne. So ist schöner gesprochen. Fix es noch einmal. Da oben ist es. So, die Taverne. Hui! Denn auch hier haben wir zwei Höhlen. Eine ist da unten und die andere ist da hinten. Und da hatschen wir jetzt einfach mal fröhlich hin. So. Zücken wir auch gleich mal unsere Waffe. Für den Fall der Fälle, dass wir überrascht werden. Was ich nicht hoffe. Naja, oder doch, ich hoffe es sehr. Solange wir uns noch verteidigen können, bin ich noch glücklich. Denn hier diese Höhle, die da meine ich, da waren vorher zwei Mole Rats drinnen, oder drei, weiß gar nicht mehr genau. Da will ich mal kurz schauen. Hallo! Hier ist nichts. Haben wir das geöffnet? Ohne den richtigen Schlüssel kriege ich das nie. Ah, da war ja was. Und du da? Okay, dich haben wir geöffnet. Alles klar, das wird Errol gehören. Die Truhe wahrscheinlich, keine Ahnung. Passt, Taschendiebstahl vielleicht mal oder so, dann kriegen wir da sicher einen netten Schlüssel. Das, glaube ich, funktioniert. Also wer einen Schlüssel hat, glaube ich, können wir statt Lederbeutel den Schlüssel stibitzen. Müsste gehen. Gut, das hier war ein Schuss in den Ofen. Ich hoffe, die eine Höhle geht sich noch aus für den Part. Ich glaube schon. Grüß eigentlich. Gleich darunter. So schräg wie möglich. Das Blöde ist, ich habe jetzt leider keinen Sprinttrank mehr. Ne? Ich könnte zwar Angst, doch ich hätte die Angst einsetzen können, die Schriftrolle. Dann wären wir auch ein Zeitl gelaufen. Aber ist jetzt wohl hoffentlich nicht allzu schlimm. Wir sind ja eh schon da. Da ist die Höhle, die ich meinte. Und dann werden wir morgen uns die Höhle. Oh! Da sind sie schon. Katschanga. Wow. Du Arschgeig. Komm her, stirb weg. Jawohl. Der erste ist. Wie viel kommen denn da bitte? Katschanga, stirb. Jawohl. Du auch. Gestorben. Jawohl. Das war Nummer 3. Wo ist Nummer 4?
weg. Waren nur 3. Habe ich mich mehr erschrocken, als ich gemusst hätte. So, Herminschwert. Nein, da ist tatsächlich irgendwo wer. Boah, Alter! Du Arsch! Voll erschreckt! Blödes Mistvieh! Alter Schwede, ne? Oh. So, speichern. Schön. Dann gehen wir schauen. Ist hier irgendjemand? Wir haben noch genügend Kraft und Zeit, um ein paar Watschen auszuteilen. Nein, hier ist niemand. Dann muss auf der anderen Seite etwas sein. Ich hoffe doch sehr, ein Drachenei. So, mal schauen. Hier so, vielleicht noch ein Wächter. Nein, niemand mehr, aber ein Drachenei ist hier. Jawohl! Schön! Her damit, sehr fein. Perfekt, dann würde ich sagen, wir haben hier jetzt alles soweit fertig. Es ist echt nur mehr um Onas Hof herum. Das heißt, ich bohre mich doch am besten gleich dorthin. Zum Großbauern. Wo ist denn die Sense? Da. So. Hui. Perfekt. Dann gleich hinter uns werden wir beginnen. Da oben. Bei Dexter. Und wobei. Vielleicht werden wir auch zuerst die Dracheneier abgeben. Das können wir mal. Das werden wir dann morgen diskutieren, würde ich sagen. Das werden wir dann morgen diskutieren. Wir hätten aber sogar ein bisschen Zeit. Jedenfalls da oben müssen wir noch hin. Da drüben müssen wir noch hin. Wir schauen mal auf die Karte. So ist das. Wir planen gleich für morgen. Also ist jetzt, ne, hinter uns, da der Pfeil, hinter uns und vor uns, ne, die 2 Sachen noch. Und dann haben wir es geschafft. Dann haben wir in der Tat alle Höhlen durch. Da müssten wir auch alle Dracheneier haben. Ich bilde mir auch ein, dass da oben in der Höhle definitiv noch ein Drachenei sein soll. Zumindest, ja, wie gesagt, ich bilde es mir ein. Ist ja wurscht, das sehen wir ja morgen. Ihr Lieben, ich bedanke mich wieder fürs Zuhören, fürs Zuschauen, wünsche euch einen schönen Tag, einen schönen Abend, je nachdem, wann ihr das Video schaut. Und wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüssi!